Albert Einstein sagte einst: Die reine Mathematik ist auf ihre Art die Poesie logischer Gedanken. Beim Lernen aber kann die Logik hinter den Zahlen manchmal nur schwer zu entdecken sein. Aber das größte Genie unserer Zeit kannte das Geheimnis. Mathematik ist wie Musik. Wenn du nicht die richtigen Noten zusammenspielst, erhältst du ein großes Durcheinander. Aber wenn du Rhythmus, Melodie und die Abfolge der richtigen Noten findest, dann passiert etwas Magisches. Und hier ist das einfache Geheimnis hinter der Magie. Lass uns beim Malnehmen mit 10 beginnen. 1 mal 10 ist 10. 2 mal 10 ist 20. 3 mal 10 ist 30. 4 mal 10 ist 40. 5 mal 10 ist 50. 6 mal 10 ist 60. 7 mal 10 ist 70. 8 mal 10 ist 80. 9 mal 10 ist 90. 10 mal 10 ist 100. Nun das Malnehmen mit 2. Das Problem ist hier, dass gerade Zahlen arrogant sind. Sie mögen die ungeraden Zahlen nicht. 1 mal 2 ist 2. 2 mal 2 ist 4. 3 mal 2 ist 6. 4 mal 2 ist 8. 5 mal 2 ist 10. In der nächsten Runde schreibt man dann einfach noch eine 1 vor die geraden Zahlen bis 20. 6 mal 2 ist 12. 7 mal 2 ist 14. 8 mal 2 ist 16. 9 mal 2 ist 18. 10 mal 2 ist 20. Mal nehmen mit 3. Bei der 3 ist es wichtig, dem richtigen Weg zu folgen. 1 mal 3 ist 3. 2 mal 3 ist 6. 3 mal 3 ist 9. 4 mal 3 ist 12. 5 mal 3 ist 15. 6 mal 3 ist 18. 7 mal 3 ist 21. 8 mal 3 ist 24. 9 mal 3 ist 27. 10 mal 3 ist 30. Mal nehmen mit 4. Die Zahl 4 besucht jede zweite gerade Zahl. 1 mal 4 ist 4. 2 mal 4 ist 8. 3 mal 4 ist 12. 4 mal 4 ist 16. 5 mal 4 ist 20. 6 mal 4 ist 24. 7 mal 4 ist 28. 8 mal 4 ist 32. 9 mal 4 ist 36. 10 mal 4 ist 40. Mal nehmen mit 5. Die Zahl 5 ist sehr speziell, da sie nur zwei Zahlen mag. Sich selbst, also die 5 und die Zahl 0. 1 mal 5 ist 5. 2 mal 5 ist 10. 3 mal 5 ist 15. 4 mal 5 ist 20. 5 mal 5 ist 25. 6 mal 5 ist 30. 7 mal 5 ist 35. 8 mal 5 ist 40. 9 mal 5 ist 45. 10 mal 5 ist 50. Mal nehmen mit 6. Die 6 mag nur die geraden roten Zahlen. Sie besucht abwechselnd jede dritte gerade Zahl. 1 mal 6 ist 6. 2 mal 6 ist 12. 3 mal 6 ist 18. 4 mal 6 ist 24. 5 mal 6 ist 30. 6 mal 6 ist 36. 7 mal 6 ist 42. 8 mal 6 ist 48. 9 mal 6 ist 54. 10 mal 6 ist 60. Mal nehmen mit 7. Die 7 geht diesen Weg. 1 mal 7 ist 7. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 7 ist 21. 4 mal 7 ist 28. 5 mal 7 ist 35. 6 mal 7 ist 42. 7 mal 7 ist 49. 8 mal 7 ist 56. 9 mal 7 ist 63. 10 mal 7 ist 70. Mal nehmen mit 8. Die 8 ist ähnlich wie die 2, nur geht sie den Weg rückwärts. 1 mal 8 ist 8. 2 mal 8
ist 16. 3 mal 8 ist 24. 4 mal 8 ist 32. 5 mal 8 ist 40. Dann geht es wieder rückwärts. 6 mal 8 ist 48. 7 mal 8 ist 56. 8 mal 8 ist 64. 9 mal 8 ist 72. 10 mal 8 ist 80. Mal nehmen mit 9. Die 9 geht nach links. 1 mal 9 ist 9. 2 mal 9 ist 18. 3 mal 9 ist 27. 4 mal 9 ist 36. 5 mal 9 ist 45. 6 mal 9 ist 54. 7 mal 9 ist 63. 8 mal 9 ist 72. 9 mal 9 ist 81. 10 mal 9 ist 90. Aber vergiss niemals die Worte Albert Einsteins. Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Wenn du den richtigen Trick herausgefunden hast, kannst du eine Symphonie aus Zahlen komponieren.